3, 2, 1. Herzlich willkommen zur 15. AZK. Wissen unzensiert. Redefreiheit für jedermann. 6 unterschiedlichste Referate, die alle eines verbindet. Von den Medien zensiert und unterdrückt. Namhafte Redner. Berührende Atmosphäre. Als ich heute reingekommen bin, habe ich eine Energie wahrgenommen in diesem Raum, die war unbeschreiblich. Das habe ich ganz selten in meinem Leben überhaupt erlebt. Beeindruckendes Rahmenprogramm. Eine volle Halle. Simultanübersetzung in 9 Sprachen und Film-Live-Übertragung in die ganze Welt. Reichhaltige Verpflegung. Liebevoll zubereitet. Alles unentgeltlich. Gemeinsamer Technikabbau in 30 Minuten. Ein Event nach dem Event. Doch nun zum Event. Diese Welt braucht Informationsgiganten. Sprich, das Bedürfnis der Aufklärung von all den schiefen Entwicklungen im Hintergrund ist so groß geworden, dass wenn wir das alles im Einzelnen niederschreiben wollten, wir kämen nie mehr ansatzweise durch. Welcher Informant schafft es, eine umfangreiche Thematik, für die das Volk viele Stunden Zeit opfern müsste, in nur einer Minute zusammenzufassen? Wer dies schafft, wird zum Infogiganten gekürt. Ivo Sasek stellt sich der Herausforderung und steigt in den Ring der Infogiganten-Show. Schafft er es, 12 gewichtige Themen mit über 115 Informationen in jeweils einer Minute auf den Punkt zu bringen? Heiko Schrang, im Zeichen der Wahrheit. Und jetzt gehen wir in das Spielfeld, schauen mal rüber, was die Medien machen. Man spricht natürlich nicht mehr vom Angriffskrieg. Man verändert die Sache, man nennt sie jetzt einfach humanitäre Intervention oder Präventivschlacht. Übersetzt, wir bringen einfach mal vorsorglich ein paar Leute um. Soldaten sind natürlich keine Soldaten, wir sind Friedenstruppen. Oh, die Friedenstruppen, die bringen zwar Krieg in alle Länder, aber sind ja Friedenstruppen. Klingt irgendwie besser. Gerhard Wisniewski, Grenzverlust, die leise Bombe. Und tatsächlich werden wir ja im Moment durch diese ganze Migrationsthematik auf diese nationalen Grenzen regelrecht hypnotisiert, ja, wie das Kaninchen auf die Schlange. Das Problem bei dieser Hypnose auf diese nationalen Grenzen besteht eigentlich darin, dass wir all die anderen Grenzen vergessen zu schützen, ja. Barbara Simonson, Hyperaktivität und ADS. Warum Ritalin keine Lösung ist. Gesunde Strategien, die wirklich helfen. Die WHO, die stuft Ritalin ein als am meisten abhängig machendes Medikament, weil Ritalin als Mind-Altering Drug gilt, also als eine Droge, die den Verstand, also das Gehirn verändert, die Gehirnfunktionen. Hagen Grell, von der Parasitenwirtschaft zur Wirtschaft der Symbionten. Wenn ich sage auch, es gibt zwei Wirtschaften, es gibt einerseits die Symbiontenwirtschaft und einerseits die Parasitenwirtschaft. Die symbiotische Wirtschaft schafft neue Werte, die parasitäre Wirtschaft stiehlt die Werte, die von der symbiotischen Wirtschaft erzeugt wurden. Die symbiotische Wirtschaft sorgt für Fortschritt, für Ruhe und für Reichtum. Schafferwirtschaft und Rafferwirtschaft, Schöpferwirtschaft und Schröpferwirtschaft. Sie sehen, ich bin hier kreativ mit den Reimen geworden. Erbauerwirtschaft und Klauerwirtschaft, Gründerwirtschaft und Plünderwirtschaft. Doktor der Ingenieurwissenschaften Erwin Thoma, die geheime Sprache der Bäume. Wenn man sich mit den Bäumen beschäftigt, dann kann man machen, was man will, dann landet man unvermeidbar bei den tiefen Geheimnissen des Lebens. Und diese Reise, die möchte ich mit Ihnen machen, zu den Bäumen und in den Wald hinaus. Hören Sie da vielleicht denken, der hat einen Holzkopf, weil was hat der Wald und was haben die Bäume mit solchen Themen zu tun, mit Strategien, wie wir Menschen die Erde gerecht und gut gestalten sollen. Wir haben keine Energiekrise, überhaupt nicht. Wir haben falsche Konzepte. Und der Baum, der am meisten weggibt, gibt, der kriegt am meisten zurück. Es setzt sich immer durch, was dem Leben aller dient.
Weißt du, was uns als Mensch ausmacht? Es ist die Fähigkeit, dass in jedem Liebe wacht. Leider vergessen viele diese große Macht. Sie gibt dir so viel Kraft und hilft in deiner größten Schlacht. Egal ob Mensch, Tier, Baum oder Pflanze. Ich hab genug Liebe, auch ganz ohne Romanze. Denn die Liebe in uns ist so unbegrenzt. Faszinierend dieses Wunderwerk Mensch. Wie man richtet, oh, nicht zu vergessen. Jetzt ist genug, es ist genug. Beendet ist die Lage, beendet ist die Lage. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Oh, der Friede, Friede. Der Zeit und verbreiten Sie das 15. AZK-Erlebnis in Ihrem Freundeskreis. www.anti-zensur.info/azk15. Deswegen sage ich immer wieder, wer weniger fernsieht, sieht mehr durch.